Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein iPhone 3GS oder iPhone 3G auseinanderbauen könnt oder einfach nur reparieren könnt. Legen wir gleich mal los. Ich habe hier ein 3GS jetzt da. Bei dem 3G gibt es drin kleine Änderungen, die nicht so tragisch sind, aber ich zeige es euch dennoch. Was ihr braucht, um es auseinanderzunehmen, sind Schraubenzieher, so kleine, entweder normale oder mit magnetischer Spitze. Gibt es überall im Internet zu kaufen. Dann könnt ihr optional auch noch so ein Teil kaufen, weiß jetzt nicht, wie das heißt. Und was ihr braucht, ist so ein kleiner Saugnapf. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon ein paar Ersatzteile. Falls ihr euer iPhone nämlich reparieren wollt, ihr könnt ganz einfach den Akku wechseln, die komplette Fronteinheit, den Touchscreen, das Glas oder wenn ihr einfach nur die Front weiß machen wollt. Alles möglich und ich zeige euch, wie das Ganze geht. Als erstes müsst ihr natürlich das Gerät ausschalten. Das macht ihr einfach, indem ihr das so rüber macht und dann loslässt. Dann nehmt ihr euch einen Schraubenzieher und löst hier unten die zwei Schrauben. Ich empfehle es euch, so eine kleine Schale oder so daneben hinzulegen, wo ihr die ganzen Schrauben dann reintun könnt, damit ihr sie nicht verliert. Denn die Schrauben sind klein und können leicht verloren werden. So, wenn ihr die Schrauben dann gelöst habt, nehmt ihr den Saugnapf, macht den einfach hier dran, im unteren Bereich, beim Touchscreen, in der Nähe des Home-Buttons. Und da müsst ihr dann vorsichtig ziehen. Bis es so leicht auf ist. Dann müsst ihr nämlich aufpassen, weil dort hinten lauter Kabel sind. Die müsst ihr dann in der Reihenfolge abtrennen, wie sie nummeriert sind. Da habt ihr hier Nummer 1, 2 und darunter ist Nummer 3. Also fangen wir mal in der richtigen Reihenfolge an. 1, das ist der LCD. Nummer 2 ist der Touchscreen. Und Nummer 3 ist da drunten. Das sind die ganzen Sensoren auf der Vorderseite. Da müsst ihr so eine Klappe hoch machen und es dann vorsichtig rausziehen. Dann habt ihr die Fronteinheit getrennt vom restlichen Gerät. Saugnapf könnt ihr jetzt beiseite legen. Den werdet ihr jetzt nicht mehr brauchen für das, was ihr machen wollt. Und ja, das ist eine Fronteinheit. Hier ist der LCD da noch verschraubt und alles. Und natürlich das Glas. Komme ich später nochmal dazu. Jetzt legen wir erstmal hier weiter. Und zeige ich euch, wie das Motherboard und alles rausbekommt. Was ihr auch noch machen müsst, was ich jetzt fast vergessen habe, natürlich die SIM-Karte raustun. Sonst gibt es später Probleme. Einfach irgendwo hinlegen, wo ihr es wiederfindet. Und ja, da könnt ihr jetzt eigentlich schon weitermachen. Ihr seht natürlich dann hier die ganzen Innereien vom iPhone. Hier ist die Kamera, Vibrationsalarm, die Antenne da unten, Motherboard natürlich, SIM-Karten-Tray, Kopfhörereingang, die ganzen Tasten. Und ja. Wenn ihr das Motherboard jetzt rausbauen wollt, müsst ihr die Connector hier alle trennen nach der Reihenfolge. Also wir haben 1, 2 und 3 schon gelöst hier oben. Dann kommen wir zur Nummer 4. Das ist die Antenne und die Lautsprecher. Dann hier oben Nummer 5. Ist auch ganz einfach. Nummer 6. Und hier zuletzt Nummer 7. Darunter verbirgen sich nämlich überall Schrauben.
Die müsst ihr lösen. Und da sind genau hier bei der Kamera eine. Hier ist eine. Hier. Dort unter diesem Do Not Remove Sticker ist eine Schraube versteckt. Da könnt ihr einfach durchstechen. Und dann kommt ihr an die Schraube dran. Dann habt ihr hier noch eine. Hier. Und hier oben. Die werde ich jetzt in einer Reihenfolge lösen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wenn ihr die Schrauben dann gelöst habt, ist das Motherboard eigentlich locker. Ihr müsst dann nur schauen, dass ihr die Kabel alle wegbiegt. Dann könnt ihr das nämlich hier unten so schön rausbiegen. Trotzdem vorsichtig sein, denn da oben hakt es sich nicht überall ein. Dann einfach so rausziehen. Vorsichtig sein, denn die Kamera hängt noch mit drin. Könnt ihr auch lösen mit dem Schraubenzieher und dann fällt sie da runter. Könnt ihr dann einfach irgendwo hinlegen, wo sie sicher ist. Und dann habt ihr hier das Motherboard vom iPhone 3G oder 3GS. Beim 3G ist hier in der Mitte noch so ein Streifen und ihr habt weniger solche Anschlüsse. Da fehlen auch ein paar Schrauben. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich dasselbe. Das könnt ihr dann auch beiseite legen, außer wenn ihr das austauschen wollt, dann baut ihr das halt wieder alles so ein. Hier sehen wir dann den Akku. Wenn ihr den wechseln wollt, einfach hier oben an dem Tab ziehen, dann löst sich der Akku. Mache ich jetzt nicht, denn der Akku ist eigentlich noch okay. Vibrationsalarm oder Vibrationsmotor könnt ihr lösen, indem ihr die Schrauben einfach rausmacht und ihn dann wechselt. Den Kopfhörereingang oder die Tasten könnt ihr hier wechseln, also ihr habt jetzt Zugang zu allem und könnt alles auswechseln. Den Powerknopf könnt ihr wechseln, falls er irgendwie defekt sein sollte. Oder natürlich hier die Antenneneinheit mit Lautsprecher und Mikrofon. Und ja, so viel jetzt hierzu. Kommen wir dann mal wieder zu der Fronteinheit. Wenn ihr das Glas vom Touchscreen lösen wollt, falls nämlich nur der LCD kaputt ist oder nur das Glas, da sind dann auch 6 Schrauben versteckt. Die erste ist hier oben. Dann habt ihr, wenn ihr es so von vorne seht, auf der linken Seite 2 Schrauben, einmal hier, einmal da unten. Rechts habt ihr dann 3, eine hier oben, eine hier und eine hier. Die müsst ihr alle lösen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, wenn ihr jetzt alle Schrauben draußen habt, ist der LCD eigentlich locker. Da müsst ihr aber jetzt sehr vorsichtig sein, denn ihr könnt den auf der Vorderseite sehr leicht kaputt machen. Deswegen sehr, sehr vorsichtig sein. Also ihr nehmt jetzt hier einen normalen Schraubenzieher, steckt ihn da vorne rein zwischen LCD und dem anderen Fronteinheitsteil. Da tut ihr dann langsam nach unten und biegt dann hier die Seiten, dass sich der LCD dann an einer Seite vorsichtig löst. Wenn ihr es auf einer Seite geschafft habt, ist die andere Seite kein Problem. Dann könnt ihr den LCD vorsichtig rausziehen. Ihr müsst hier unten noch aufpassen,
Damit ihr das Teil nicht umbiegt, denn es ist sehr dünn. Also erst rausziehen und dann in die, dann wegziehen. Dann habt ihr hier den LCD frei. Könnt ihn austauschen oder beiseite legen, falls er nicht defekt ist. Und habt hier dann halt den Digitizer, so wie er heißt. Also Glas, Touchscreen, inklusive Mittelrahmen. Natürlich den ganzen Sensoren hier oben und dem Lautsprecher zum Telefonieren. Wenn ihr jetzt ein weißes iPhone habt und jetzt soweit seid, könnt ihr das Ganze natürlich gegen eine weiße Fronteinheit austauschen, was es ja eigentlich von Apple überhaupt nicht gibt. Das könnt ihr natürlich machen. Oder falls ihr kaputtes Glas habt, müsst ihr den Mittelrahmen von dem Glas hier trennen. Braucht ihr einen Föhn, dann müsst ihr das hier alles rausmachen. Ist eigentlich sehr kompliziert und sehr großer Aufwand. Deswegen würde ich es nicht jedem empfehlen, das selber zu machen. Könnt ihr viel kaputt machen. Falls komplett die Fronteinheit kaputt ist, LCD plus Glas, empfehle ich euch, eine Kompletteinheit zu kaufen. Die ist etwas teurer, aber da ist LCD und Glas, Touchscreen, alles dabei. Müsst ihr nur rausmachen und das dann einsetzen und dann seid ihr fertig. Und beim Akku ist eigentlich auch relativ leicht. Einfach raus, den rein und dann wieder alles zusammenbauen. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal zeigen, wie ihr das auseinanderbaut. Ich werde das Ganze natürlich wieder zusammenbauen, damit ich euch das zeigen kann, wie das alles geht. Falls ihr ein kaputtes iPhone 3G oder 3GS habt oder iPhone 4, ich kann es euch reparieren. Falls ihr Preise wissen wollt, schreibt mir eine E-Mail, touchbenny@me.com, blende ich hier nochmal ein. Könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, was repariert werden soll, dann sage ich euch, wie viel ich verlange. Und ja, dann fangen wir gleich mal wieder an mit dem Zusammenbauen. Ich werde das Ganze jetzt vorspulen, da das etwas länger dauert. So, Fronteinheit ist fertig. Dann kommen wir mal wieder zu dem Gerät hier. Nicht vergessen, Kamera wieder dran zu machen. Anschluss ist auf der Rückseite. Und dann einfach wieder vorsichtig einsetzen. Natürlich schauen, dass die ganzen Connector da unten draußen bleiben. Die brauchen wir später ja noch. Dasselbe mit dem Nummer 7 hier. Dann haben wir das hier drin. Kamera richtig am Platz drücken. Zack. Wenn dann hier alles sitzt, einfach die Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder reinbauen und auch wirklich schauen, dass die richtigen Schrauben sind am richtigen Platz. Deswegen habe ich sie in der richtigen Reihenfolge hier so hingelegt, wie sie drin waren. Dann ist es nämlich nicht so schwer, das wieder zusammenzubauen. So, Akku der Kamera war leer, deswegen habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Motherboard ist drin, alle Connector sind zusammen. Deswegen kommt jetzt die Fronteinheit dran. Dann müsst ihr das kleine Ding da reinschieben. Und dann hier den kleinen Hebel umlegen. Dann könnt ihr hier vom LCD
den Anschluss dran machen. Einfach klicken, bis er einrastet. LCD. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir das Ganze wieder reinschieben können. Wir drücken das da oben in den Rahmen rein vom iPhone. Und dann machen wir das hinten ganz langsam runter. Drücken es am Ende zusammen. Klack. Und wie wir sehen, startet es neu. Mein iPhone hier wird jetzt nicht neu starten, da es auf iOS 5 gejailbreakt ist. Auf jeden Fall könnt ihr dann wieder die SIM-Karte reintun. Und ihr könnt es dann ganz normal wieder benutzen, als wäre nie was gewesen. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft am Ende, die Schrauben da unten wieder reinmachen. Sonst kann da sonst was reinkommen. Also einfach die Schrauben da wieder reinschrauben. Geht ja ganz schnell. So, und dann habt ihr euer iPhone entweder komplett repariert oder, wenn ihr es einmal auseinandernehmen wolltet, wieder zusammengebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse an einer Reparatur habt, von sonst was, oder einfach euer iPhone vorne weiß machen wollt, iPhone 3G, 3GS und iPhone 4, kann ich eigentlich fast alles reparieren oder austauschen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail, touchbenny@me.com, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao Leute! Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.